Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. An meiner Seite darf ich begrüßen Emanu. Hallo. Und wir sind hier jetzt in Folge 13 und haben uns gedacht, gucken wir mal, was die kleinen... Nein, eine schwarze Katze. Nein, bloß nicht. Wie bitte? Da ist gerade eine schwarze Katze über die Straße gelaufen. Hab ich gar nicht gesehen. Aber ich habe gehört, da ist so ein bisschen was passiert. Ein bisschen was ist gut. Wir hätten da ein paar Nachrichten im Angebot. Also hier haben wir so eine Schlange aus Fahrzeugen. Ja. Und hier haben wir jetzt viele, viele Sachen, die warten auf Abholung. Und da müssen wir jetzt schnell mal was machen, bevor jetzt irgendwer noch irgendwas anliefert. Ja, und währenddessen kann ich ja schon mal die Nachrichten vorlesen. Okay, liefert schon an. Scheinbar. Ja. Fantastische Allgemeine. In Aschaffenburg hat es einen kleinen Stau der Gütertrams gegeben, was zu einer Hungersnot und extremen Nahrungsengpässen führen könnte. Kante Logistik ist laut Aussage des dortigen Sprechers für eine schnelle Lösung dran. Wir bleiben für Sie am Ball. Ja, wir haben ja schlauerweise gesagt, warten auf voll. Jetzt sind die Trams natürlich mittlerweile so lang, die langen Gütertrams, dass, ja, wenn warten auf voll, warten die auf voll. Wenn natürlich nichts angeliefert wird, können die natürlich warten, bis sie schwarz werden, aber die Holzanlieferung, die klappt ja auch nicht. Also müssen wir jetzt sagen, okay, wartet nicht mehr bis voll, sondern fahrt einfach los. Ja, zack, Abfahrt. Jetzt kommt der nächste nämlich auch nicht rauf. Und hier haben wir eine ziemlich riesige... Oh. Das sieht gut aus. Eine ziemlich riesige Schlange von Trams, die hier alle warten, Güter abzugeben. Und ja, da müssen wir jetzt halt ein bisschen dabei bleiben, dass das alles jetzt ja wieder vorangeht. Der kann auch wieder losfahren. Gar nicht erst großartig in irgendwelche Wartepositionen reingehen. Dann lieber nochmal leer hinfahren und nochmal neu anliefern. Hier kommen jetzt nämlich auch wieder die Getreidezüge. Ah gut, wir haben noch genug Werkzeug da. Oh, Getreide. Hier, Brot vergammelt schon leider. Oh, ich mache mal nächste Spielgeschwindigkeit. Sehr gut. Schön vorgedrängelt. Miep, miep. Ja, genau. Miep, miep. Was man natürlich hätte machen können, eine Brücke rüber. Oder von hier hinten schon raus und dann ganz außen rum hier rein. Aber ich glaube nicht, dass wir das benötigen. Wenn wir jetzt erstmal wieder Holz anliefern, guck mal, ist die eine auch schon wieder voll, zack, weg, fertig. Dann sollte sich das eigentlich wieder aufgehen nachher. Auch hier 4, 5, 6 Getreidetrams. Ja, die ganzen Getreidetrams stehen hier. Deswegen haben wir auch so viel Verlust gemacht. Ja. Auch hier wäre natürlich vorteilhaft, wenn man auf der anderen Seite ein Pferd. Ne? Könntest du ja eine Brücke bauen. Brücke so einge. Ja, aber es wird ja nicht weniger werden. Passt das bestimmt genau, dass der Straßenanschluss daran geht, ne?
Pass auf, rechte Spur. Das heißt, wir wollen damit dran. Ja, wir haben ohne Tram gebaut, ich weiß. Mit Oberleitung, das passt. Straße. Das heißt, hier gehen wir nach außen. Also wenn wir von hier kommen, fahren wir hier rauf. Wenn die von hier fahren, dann sollen sie eigentlich auch hier hoch. Das heißt, wenn sie leer zurückkommen, das wäre der hier, nehmen wir die schon mal da raus. Verwalten. Von der Poststraße zurück. Und dann darum. Dann haben wir nämlich keinen Kreuzungsbereich. Die Ausfahrt da vorne. Ja, genau, die Ausfahrt. Aber die kriegen wir nicht anders hin. Da müsste ich eine andere, komplett andere Ausfahrt machen. Eine zweispurige müsste es dann einmal wegfahren hoch zu und einmal auf die Brücke drauf. Die einspurige da wegnehmen. Vorher eine zweispurige oben in der Mitte rausgehen. Ja, aber kann ich nicht. Die ist direkt an der Hauptstraße dran. Nee. Bau einfach einen zweispurigen Ausfahrt oben hin. Achso, normaler Anschluss. Normaler Anschluss. So ein. So, dort aus fährst du mit einer Einspurstraße rauf auf die Dinge für die Brettchen. Ja, okay, warte. Vielleicht ein Stück zweispurig fährst. So meinst du? Ah, und einspurig Nuftzus auf die Brücke. Dann müssen wir den Straßenanschluss da vorne aber wegnehmen. Ja, ja, kannst du ja machen. Kann dann nur sein, dass der Wald keinen Anschluss mehr hat. Haben wir. Das sieht sogar gut aus. So, schon haben wir keinen kreuzenden Verkehr mehr. Doch, hier haben wir dann noch. Also, Wegpunkt. Also brauchen wir jetzt von hier aus noch die orangenen. Vorne die ist. Verwalten. Was denn? Ja, die ist ja gerade. Von Oberaschaffenburg aus. Und darüber. Wegpunkt. Tja. Und schon haben wir keine Kreuzung. Also keine kreuzenden Verkehr mehr. Oh, das sieht echt. Mann, Mann, Mann. Ich bin ja beeindruckt. Was das für schöne Sachen alles gibt da. Kein Warten, kein Stocken. Können wir die Brettertrams sogar auch noch aufbauen, wenn ich das so richtig sehe, wa? Auf XXL. Also auf ja, stimmt, Maximallänge. Flach in dem Bereich, wo sie. $1,7 Millionen. Gut, das hätten wir, Werkzeuge werden auch wieder produziert, hier ist der Getreidezug vollgeladen, das ist gut. Boah, haben wir das schon mal wieder abgewendet. So,
Dann dürfen wir einen neuen Bürgermeister begrüßen, hier auf der Karte. Und zwar ist es der Michael 1987, in der letzten Staffel Bürgermeister von Karlsruhe, jetzt Bürgermeister von Kappelrodeck. Kappelrodeck ist eine, würde ich eher schon wieder sagen, Schlüsselstadt, obwohl wir eigentlich fast jede Stadt als Schlüsselstadt hier haben. Bis jetzt noch, ja. Und da brauchen wir halt die Baumaterialien und den Steinbruch und die Ölraffinerie. Das sind schon quasi schon drei Sachen auf einmal. Und da müssen wir halt jetzt ein bisschen beigehen und das Ganze, ja, hinkriegen, würde ich sagen. Wie sieht das hier aus? Guck mal, Kartoffeln sind nicht mehr viele Fahrgäste. Das passt alles soweit. Brote sind auch nicht überwiegend. Der Bauernhof wird auch immer noch voll abgeholt. Da brauchen wir gar nicht viel dran machen. Der Bahnhof wird auch. Und dem Bauernhof, da arbeiten wir noch dran. Oder das muss jetzt erstmal wieder alles ein bisschen sich einrenken. Was ist mit dem hier? Voll mit Werkzeugen beladen. Super, super gut. Wir müssen jetzt aber auch schon weitermachen, damit nachher unsere Ausgaben nicht unsere Einnahmen übersteigen. Und da, achso, da habe ich auch schon ein neues Gleis gebaut. Ja, ja. So, ach ja, sehr neue sehr Welt, hatte ich gesagt. Ja, genau. So, pass auf, wir gehen da aber. Wenn wir das aufschütten, sieht es doof aus. Also werden wir versuchen. Ich stand auf die Kurve an dem Bauernhof vorbei. Ich werde schon fast jetzt auf 170 runtergehen, weil wir müssen ja noch hier die Kurve kriegen, um am Ölbahnhof lang zu kommen. Das ist halt eine eigene Öllinie rüber zum Ölbahnhof nach Kappelrodeck. Meinst du, dass wir den nicht anklemmen oder was? Ich muss noch mal eben schauen. Dann gerade werden? Ja. Ja, da kommen wir um eine Brücke nicht drum herum. Aber dann nehmen wir eine ordentliche. Ach, die kann nur 180, das ist ja krass. Warte mal, wenn ich jetzt auf der Höhe bleibe. Dann sind wir hier hinten wieder ebenerdig. Ja, genau, das wollte ich. So wollte ich das haben. Ich würde schon fast ein bisschen nach rechts ausschwenken und ausholen, um in den Steinbahnhof gut reinzukommen. Aber das können wir auch noch ein bisschen unterwegs machen. Wir können jetzt erstmal eine fast gerade Brücke hier hinzimmern. Gehen wir auf der Brücke ein wenig in die Kurve, schön hier in den Wald hinein, genau. So, dann würde ich jetzt mit einer etwas größeren Kurve Richtung Steinbahnhof gehen. Können wir auf 180 runtergehen. Da war ja noch der Wunsch, dann in der Stadt auch noch ein Personenbahnhof. Wo ein Personenbahnhof? Kappelrodeck. Ach, auch hier hinten mit hin. Ja, in der Stadt, aber das war, glaube ich, dann später. So, wir müssen hier natürlich durch den tiefen Tunnel. Lassen wir durch. Aber wenn wir jetzt hier aufbuddeln, dürfen wir eigentlich genügend Platz haben. Auf jeden Fall kommen wir am Bahnhof am Links vorbei. Ich weiß noch nicht, wie das Gleisvorfeld ungefähr aussehen muss. So, wenn wir da jetzt rangehen, das wird so nichts mehr.
Also müssten wir theoretisch jetzt eine leichte Schräge hier rein. Das ist aber auch gar nicht so schlecht. Den können wir auch noch ein Stückchen verlängern gleich. Und dann können wir mit dem Gleis so nicht da reingehen. Aber hier mit voller Geschwindigkeit rein in den Bahnhof. Zap, 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 sind wir da. So, das hätten wir schon mal. Ein großer Schritt. So, und jetzt noch ein zweites Gleis. Und das auf der richtigen Seite. Und das jetzt gerade Gleis gelegt. Ja. Und zwar würde ich das Gütergebäude hier unten hinsetzen. Noch ein paar kleine Laderampen daneben. Und dann können wir nämlich auf die linke Seite, achso, das ist auch altes Gleis. Können wir nämlich das Ding da reinzimmern. Warte mal. Wenn wir jetzt hier hinsetzen, dann haben wir zwei Terminals, richtig? Drei. Eins, zwei. Das Einzelgleis hat zwei Terminals. Ja. Ich würde ein zweites Gleis hin machen und dann erst das Ding. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt von dem Gleis das Terminal hier rüber kriegen und das Gleis das andere Terminal nimmt. Ich wusste nicht, dass sie sich gleich aufteilen. Gut, du hast das kurze Gleis des Terminal 1. Vier Plattformen würden wir hier hinkriegen. Würde eigentlich reichen, ne? Ja, für den Stadtverkehr mit sich. Ja, dann lass uns das so machen. Haben wir jetzt hier schon vier Terminals und zwei Gleise. Deswegen würde ich das eine Terminal zumindest abreißen. Ja, habe ich. Gleis hinmachen. Ein zweites Gleis oder was? Ja, du musst ja eben Gestein anliefern, das hier Öl transportieren, also es wird schon eine Nummer größer werden. Ja. Gucken, ein, zwei können wir noch ranhängen. Und vorne können wir auch noch zwei ranhängen. Was denn? Müssen wir aber die Kurve dann verlängern. Jo. Also im Moment sind wir ziemlich liquid. Und da wir hier ziemlich viel produzieren wollen, hab ich gehört. Bloß kein Topol ist noch vergrößert, der Bahnhof. Der Bahnhof. Drastisch. Ja. Das heißt, hier haben wir. Aha. Noch keinen Anschluss an das Ding. Okay. Operin. Ein kleines Güter. Mit der Treppe geht es, Alter. Mit allen anderen Gebäuden geht's nicht. Aber eine Treppe tut's. Beim Kabelstab dann ein bisschen unpraktisch. Keppert immer so komisch. Zumindest noch so ein anderes, ja, Gebäude hinstellen, sonst sieht das doof aus.
Gras bauen, Dreck bauen wir. Gut, dann hätten wir das Ding auch schon mal. Das soll ja nachher hier rüberfahren, das Teil. Und jetzt haben wir mit dem auch Anschluss an die heiligen Baumaterialien. Muss ich jetzt den Anschluss hier nochmal neu machen? Ja, vielleicht am Anfang noch nicht so unbedingt. Ich muss erstmal gucken, was nachher die Finanzen sagen. Wenn die Finanzen weiterhin so blühen, dann ist es natürlich durchaus drin. Aber erstmal. Erstmal Baumaterial in den Schwung bringen. Also sprich, die Steine müssen wir jetzt erstmal noch dahin kriegen. Oha. Das ist eigentlich jetzt so das, was ich gerne machen würde. Aber das ist. Uah. So, uah. Ja, genau so. Uah. Dann bau doch unten einfach einen Bahnhof hin. Also bauen wir jetzt unten einfach mal einen Bahnhof hin. Ja. Kann ja schon eine gewisse Höhe haben, der Bahnhof. Wir können ja schon mal die Höhenmeter anmachen. Darf es denn ein Kopfbahnhof sein, oder? Oh, habe ich schon ein bisschen angeschüttet hier. Müsste das eigentlich hinkommen. Dass man in dem Kessel oder da wollen wir, oder wollen wir noch ein bisschen weiter nach hinten reinrücken? Da können wir auch im machen. Prinzip dann, noch einen Anschluss hast. So habe ich jetzt platziert. Habe ich natürlich das Ding auf verkehrten Seite. Boah, der Vorschlag vom Bürgermeister ist, per Gütertramp vom Steinbruch zur Baumaterialienfabrik. Nein. Das werden wir nicht schaffen. In der ersten Stufe 800 Einheiten. Wie viele Gütertramps willst du da rausschicken? Wir wollen ja nicht schon wieder die Performance eindämmen, sondern wir möchten eigentlich mehr mit Zügen machen. Jetzt natürlich auch oben ein Ding machen können und dann wieder gehört. Ja, so ist es eigentlich gesünder. Sowohl bauen wir uns das auch für die Masse. Schätzungen sind so 241 Gütertrams plus minus 2,5 Stück. Ja, sehr grobe Schätzung. Ich wollte sagen, die 2,5 Stück, die müssten aber hinkommen eigentlich. Müssten wir jetzt eigentlich noch. Warte mal, wir müssen. Warte. Da war ich zu schnell. Da war ich zu schnell. Wir werden sie brauchen. 30 Meter mehr. Was? 80 Meter mehr. Das Stück muss doch nochmal wegreißen. Was ja, ich hab's auch gerade gesehen. So. Und dann können wir gleich noch ein Gütergebäude hier ransetzen. Ja, oh, da war der Vorschlag. Konfiguriere ein Terminal, eine Treppe und eine Straße dran. Reicht ja voll und ganz. Nö. Das ist so einfach. Erstmal einmal gerade.
Ist auch mal interessant. Auch. Oder? Finde ich ein bisschen hübscher. Okay, so. So, und jetzt müssen wir die Steigung irgendwie schaffen. Jetzt wird das Ganze spannend. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Direkte Weg aus. So wie ich mir das vorgestellt habe, wird das nichts. Kannst du mit drei Kehrschleifen arbeiten? Obwohl, so könnte es werden. So. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen da hin. Ja, wird eine ziemliche Kehrgeschichte. Aber da haben wir schon mal von gehört. Aber 80 ist doch schon gar nicht so schlecht. Ja, dann nimm doch mal ein neues Gleis. Aber 100 ist doch schon gar nicht so schlecht. Ein Ford. Und eine DL3000. Boah, hier kommen wir aber gut hoch jetzt. Ja, jetzt hier, guck mal. Kommen wir mit dem schnellen Gleis besser hoch? Kann das sein? Wenn wir jetzt, was hat das uns eben gekostet? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir das ganze Geld? 530.000 waren es. Das geht ja noch. Aber was hatten wir, die 100 oder was? Ich glaube 100 war das. 100er Kurve, ja. Und wenn wir jetzt auf 120 gehen, weil sie war auch noch knapp unterirdisch. Ich würde halt ganz gerne ein bisschen neben der anderen Strecke hochkommen. Was war die andere jetzt? 120 ungefähr, ne? Wenn wir dann auf 120 bleiben, dann sind wir hier schon raus aus dem Tunnel. Aber ich will nicht eine Brücke bauen. Schlecht bei. Aber wir kommen auf einen guten Wege. Ah. Das ist ungefähr das, was ich wollte. Das passt alles. 150. Wir wollten ja 120 als Minimum. Dann können wir den hier oben schon mit anflanschen. Die haben wir 119, jetzt haben wir die. Kurz vor der Kurve anflanschen. Ja, genau. So, hier kommen wir mit dem zweiten Gleis an. Dann brauchen wir noch ein Gleis, was nachher vom Öl kommt. Boah, das geht aber. Damit kann ich leben. Keine großen Einschnitte. So. Also hier holen wir, hier bringen wir die Baumaterialien rein, ins rechte Gleis. Die Steine. Das heißt, aus dem linken Gleis machen wir dann die Baumaterialien zurück.
Nee, eigentlich müssen wir jetzt noch das rechte Gleis freilassen für das Öl. Hier liefern wir das Öl an, holen das Öl ab. Oder holen wir es direkt, wir können das auch direkt hier abholen, ne? Kann ja direkt nach den Linien. Da gerade außen dann Bahnhof bauen. Da befahren in Anführungszeichen nach weiter rausgehend. So mit Auf- und Abfahrten arbeiten. Müssen wir. So sehr. Aber du bist übrigens bei 26,5 Millionen. Das ist gut. Dann können wir ja gleich zweigleisig hier bauen. Dann können wir den anderen Kram nämlich direkt umbauen. Die Steine. Reicht's vielleicht noch, wenn mit einem Zug bei Waggons oder so. Was? Ein Zug? Stimmt, zur Folge 25 wird er dann. Obwohl, wenn wir da jetzt reinfahren, ne? Könnte man ja theoretisch. Hier rausgehen. Untergehen. Da der Brücke durch. Das ist ja schon wieder ein bisschen beängstigend. Wir würden natürlich nicht auf die Top-Geschwindigkeiten kommen. Obwohl, wir haben ja eigentlich relativ lange Kurve. Aber 120 kriege ich, ne? Ne, kriege ich da nicht mehr durch. Das höchste der Gefühle ist 110, aber das ist auch okay. Dann gehen wir hier ran. Dann gehen wir damit runter. Ja, es ist nur eine 119. Ist aber nicht so schlimm. Dafür ist es hier eine 121. Ja. Den wollen wir haben. Bis hier raus. Außentunnelportal. Ja, gut. Ist dann so, oder? Nö, ist auch okay. Ist kurz vorm Bahnhof. Ich würde nur das Stück altes Gleis noch austauschen auf der Oh, stimmt. Dann haben wir das nämlich auch richtig gut hingekriegt. Für den kombinierten Güterverkehr. Kannst du dann immer noch hier einen Kopfbahnhof hinmachen, der dann mit in den Tunnel von da reingeht? Meinst von hier aus und dann doch rüber zum Güterbahnhof? Entweder das oder mit hoch auf die Strecke. Weil ich da durchaus den Güterbahnhof da hinten als Bringer sehe. Ja, aber wir müssen zwei Einheiten Öl hier anliefern. Wir nehmen halt erst aus Kantopolis. Ja, wir holen ja aus Kantopolis, bringen das dahin zum Verarbeiten und bringen es dann auf dem Rückweg in Schkopau raus. Anzug fahren hin. Also wir würden dann Brücke drauf müssen. Ja, eine zweite Brücke, ne? Also neben die Brücke bauen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, kommen wir da noch rüber? Da kommen wir noch mit rüber. Abgehen, eigentlich schon vor. Vorher abgehen? Ja, ne?
Ja. Spiel will schon wieder spielen. Bitte Schienenkreuzer. Das wäre dann sowas und dann könnten wir ein bisschen rumgehen. Ist dann nur die Frage, wie kriegst du das andere Gleis dann? Wie wir aufs andere Gleis draufkommen, ne? Ja, oder wir setzen ein Stückchen weiter hinten hin, dass wir hier gerade vorkommen. Ein bisschen abgesenkt schon. Und dann gehen wir unterhalb hier durch und gehen dann auf die Brücke hier hoch. Weil hier haben wir eine Geschwindigkeit von 160 auf der Brücke. Kann dann nur die Frage, wie nah wir an die Stadt dann rankommen. Ja, das stimmt. Ich baue das erstmal so, weil das finde ich eigentlich schon ganz gut. Eine halbe Million in die Landschaft gesetzt. Alternative wäre. Oh, ich spiele noch zwei Geschwindigkeitsgrade. Oh, ja. Hm, mach mal. Oh Mann, du meckert noch nicht mal. Wir könnten die natürlich auch hier gut hinsetzen, ne? Dann runtertauchen. Aber dann kommen wir da nicht gut auf der anderen Seite raus. So. Nee. Hier besteht da wieder ein Brückenpfeiler auf dem Gleis. Ja, können wir uns gleich drum kümmern. Da kennen wir einen Trick. Jetzt mal die ganz bescheidene Frage. Ja. Wenn das ein Durchgangsbahnhof wird und du hinten wendest. Ja, die Idee kam auch schon. Wir sind ja fast auf derselben Höhe. Also es wird schon schwierig. Aber so würde es eigentlich vom Ansatz her am besten passen. Oder man geht oben über den Berg. Ja, meine ich ja. Dass du über den Berg, über dem Tunnelportal rum wie in Kantopolis gehst. Ja. Berg rein, wieder raus. Muss ja eine 80er Kurve recht an der Stelle. Ich setz das Ding mal. Hallo, da. Wenn wir da also rangehen, dann kommen wir mit einer 120 locker rein. Es ist ja alles, es fährt ja nur eine Bahn da. So, dann versuchen wir jetzt hier mit einer 80 rauszugehen. Wir brauchen den ja gar nicht so groß zu machen jetzt im Bahnhof. Da kriegst du ja auch zwei Züge auf die Strecke. Ja, die können ja hintereinander herkommen. So, dann nehmen wir uns die 80. Die Mani ja schon sehr gut vorgeschlagen hat. Und dann wollen wir da oben mit rauf. Genau, da wollen wir mit rein. Alternative. Geht das? Ne. Da würde das gehen. Dann würde ich bis hierhin. Das als Wall bauen. Aber ich finde so elendig lange Brücken finde ich nicht so schön. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt hier. Ja, Brückenpfeiler konnten. Ja gut. Ja, und auch falsche Brücke. Wir sind direkt auf der Strecke. Und direkt und die falsche Brücke. Ja, ja. Ja, die gehen halt so doof ineinander hier, die Brücken, ne? Ich sehe schon, wenn dann die moderne kommt. Da sieht das so besser aus. Aber da ist doch bestimmt noch was zu schönigen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Damit kann ich leben. Die Brückenpfeiler verschiebe ich gleich noch. Ja, und dann gab es noch den Vorschlag aufzutreffen. Wie bitte? Kam nur die Hälfte an. Es kam noch der Vorschlag aus dem Chat, dort aufzuschütten, wo sie sich treffen.
Ja, die Idee ist auch gut. Müssen wir halt gucken, inwiefern das passt. Ich glaube, hier können wir mit dem Pfeiler nicht viel machen. Aber hier müsste sich was tun. Und der kriegt auch Kollision. Aber wir haben dann letztes Mal ja auch was Schönes hingezaubert. Vielleicht brauchen wir nur ein bisschen Geduld. Er muss sich ja nur ein bisschen bewegen. Ein Zug nach dem anderen. So, pass auf. Das bauen wir jetzt einfach so. Und schwupps sind wir die Brückenpfeiler los. Ah, das werden wir hier nicht hinkriegen. Gehe ich zumindest nicht von aus. Nö, da sind wir eigentlich aber ganz gut dabei. Ja, wenn wir das jetzt aufschütten, das wird leider nichts, weil dann das haut mit dem anderen Ding nicht hin. Ja. Ich glaube, so fahren wir schon gar nicht so schlecht. Gegen bei 35 Millionen. Jo, irgendwas läuft hier gerade richtig gut. Also, wir kommen jetzt hier zweispurig rein. Also ja, ein Stein, das andere Dings. Öl noch ein Terminal. Da fehlt noch ein Terminal. Eine Terminalseite, ja. Und eine Kreuzweiche, dass der Zug überhaupt ankommt. Das ist ein Stein. Ja, das war jetzt erstmal nebensächlich. Toll gebaut, Kante. Jetzt, wo wir Kohle haben, schmeiße Kohle aus dem Fenster, ne? Ja, das war ja wieder klar. Wie gehabt, wie gehabt. Aber ich könnte ja mal. Kredit zurückzahlen, ja. Schuldenfrei! Folge 10, ne? 7 waren wir schon mal schuldenfrei. Dann 13. Aber hat ja noch keinen Zug gebaut. dieses Lachen. Reicht mal. Da ist es. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch einen Haufen an Signale zu setzen. Einiges, ja. Dann überlegen wir uns, was für Züge wir draufsetzen. Das Positive hier ist, dass wir keinen kreuzenden Schienenverkehr haben. Weißt, wir müssen uns nicht überlegen, was wir wie wo draufsetzen. Müssen wir noch. Ja gut, der Ölzug kommt ja später erst. Führung machen. Wollen wir den daraus ziehen direkt? Könnte man eigentlich machen, ne? Da könnten wir sogar eine Aufschüttung machen. In dem Bereich. Sieht dann ja ein bisschen, obwohl das schon fast aussieht wie eine Achterbahn, ja. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, als was wir sonst bauen. Und ich finde es auch durchaus sehr attraktiv. So, 1, 2.
willkürlich setzen hier. Wir werden da ziemlich viele Fahrzeuge hier drauf haben. Brücken lassen wir meistens frei. Ja, hier müssen wir natürlich gucken. Eventuell werden wir den hier wahrscheinlich noch abreißen, den Berg, ne? Für ein Gleisvorfeld. Auf der Reihe, ja. Weil wir wollen ja auch noch auf dem Rückweg Öl anliefern. Das heißt, wir müssen hier eigentlich aus dem Gleis raus und in das Gleis rein, was wir jetzt, womit wir jetzt abliefern. So ist die Theorie. Ja gut, die können sich ja abwechseln. Ja, aber der Ölzug fährt er dann hier durch. Fährt dann weiter nach Kantopolis hier zu dem Ölfeld. Stimmt. Dann kann man aber auch den Werkzeugsuch noch eins neben dran über die Durchführungsgleise setzen. Ja, rechts davon, ne? Rechts davon. Das ist ja egal, wo der hält. Ja. Das sehe ich auch so. Gut, also wir haben jetzt den Anschluss hier hinten hergestellt. Da ist was dran. Ja, wir haben Bahnhof dran. Dann heißt es, wir sind bei 47 Minuten. Einzug in der nächsten Folge. Einzug in der nächsten Folge, genau. Wir werden einen Zug basteln in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dass wir hier so ein bisschen mal wieder gebaut haben und was Neues gebaut, ne? So noch nie gesehen bei uns. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie das Ganze ankommt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben es jetzt überlegt. Wir wollten das so haben, ob das so kommt und ob das so funktioniert. Das ist eine andere Geschichte. Die schauen wir uns an in einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.